Ich wollte eigentlich kurz an mein Mikrofon schrauben. Wir starten einfach mal, während ich ein bisschen schraube. Aber ich glaube, das funktioniert wieder nicht. Kacksachen. So, jetzt besser. So, ja, wir spielen heute wieder Lego Indiana Jones 2. Gibt ja nur zwei Teile. Aber ich hätte auch eins sagen können. Und zwar spielen wir heute den... oh Gott, ist der Ton laut. Okay, wir müssen wieder leiser stellen. Wir spielen heute den dritten Teil auf 100%. Den letzten Teil. Abseits von diesen Creator-Leveln. Ja, würde ich einfach sagen, fangen wir einfach an. Das ist heute unsere... die hatten aber ordentlich Probleme. Das ist heute unser wie nennt man das? Unsere Aufgabe. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst beschreiben soll. Umschreiben. Ich wollte es umschreiben. Ja, nicht B schreiben, umschreiben. Ach, herrje. Ja. Ich habe noch was Lustiges. Ich habe vorhin endlich meine Liste wieder gefunden, wo ich meine Lego-Spiele aufgeschrieben habe, wie ich sie spielen wollte. Und der nächste Titel ist tatsächlich ein Lego Dimensions Level. Okay, ich hatte jetzt schon Angst, dass wir das Spiel nicht spielen können. Ja, es kommt tatsächlich als nächstes wirklich ein Lego Dimensions Level. Und danach Lego Batman 2 habe ich eigentlich überlegt. Ja, das ist die Frage jetzt für mich selber, wie wichtig das ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ob man das vielleicht doch zu einem anderen Teil austauschen sollte, aber ich glaube, wir werden es... Ja, ich glaube, es wird doch in die Richtung gehen. Das Problem ist halt, also für die, die es jetzt nicht verstehen, ich habe den Teil nicht. Ich habe nur den Wii-Teil und den haben wir ja schon gespielt, für die, die es schon wissen. Mir macht das übrigens gerade sehr Angst, dass wir irgendwie diese Pinöppel im Boden finden müssen. Jeep, Jet. Was mit Jet? Okay, das Stud-Magnet funktioniert. Den haben wir letztes Mal freigeschaltet bekommen. Sehr schön. Ja, ich muss ja hier ein bisschen gucken. Ja, wir müssen ja hier alles ein bisschen in Ruhe machen. So, das ist ja immer meine Devise. Alles in Ruhe, alles entspannt. Jetzt klappt das hier nicht. Mal sagen, was ihr wollt. Für mich klappt das sonst alles hier nicht. So. Na schön, alles hier kaputt machen. Hoffen, dass hier irgendwo eine rote Blume ist. Kriegt man Apple. Das Geld. Okay. Ja. Oh, das soll das. Dieses, wie heißt das? Mount Rushmore? Ich glaube, so hieß das. Ich habe da auch keine Ahnung von. Da kann man irgendwas runterschießen, aber wir haben niemanden zum Schießen. Das ist auch nicht so gut. Da vorne ist auch noch irgendwas zum Öffnen. Okay, also ich sag mal so, die Oberwelt bis jetzt gefällt mir nicht. Gefällt mir echt gerade nicht so. Aber wir werden mal das Beste daraus machen, würde ich sagen. Achso, bevor jemand fragt, warum gefällt sie mir nicht, sie ist mir zu wir. Oh. Okay. Das ist mir einfach zu wir. Ah, guck mal, da haben wir schon unser nächstes Extra. Das ging jetzt aber schnell, aber wir haben ja schon hier ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier schon ordentlich vorbereitet, das ist super. Ich habe übrigens beim letzten Mal gucken erst verstanden, dass der Vater von Beep Beep, was ist Beep Beep, dass der Vater von Indiana Jones auch mit ein Verhältnis hatte, wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat mich sehr irritiert im Film. Okay, wir werden schon rausfinden, was Beep Beep ist.
das ist jetzt nicht wahr, ne? Okay. Das haben die sehr interessant gestaltet. Wenn ich da gar nicht mal weiterspielen darf. Wenn ich das mal so bezeichnen darf. Ja, nee, ist klar. Oh, ist noch Blumen. Okay, also das ist halt echt keine so schön. Also wer auch immer auf diese Idee kam mit den Blumen, der kann, mir fällt jetzt nichts ein, was ich hier sagen darf. Okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ich habe halt Angst, eine zu verpassen. In Rot. Wir sind überall noch welche. Das kann doch gut enden. Ah, okay. Okay, also Liegestühle. Liegestühle hin und wieder. Ihr versteht schon. Apropos Liegestühle. Ich habe keine Ahnung über Liegestühle. Ich wollte jetzt einfach nur schlau daher reden. Okay, da oben ist ein Schlüssel. Was ist da oben ein Schlüssel? Aber schön, dass ihr da seid, weil euch brauche ich sogar, euch Schlimmel. Weil ihr gehört zu dem Bösen. Von dem Bösen brauche ich sogar welche. Ach, guck mal, da oben ist auch noch Ost. Echt viel los. Hallo? Braucht noch einen Kumpel von euch? Da oben? Und du bist nicht der mit dem Fragezeichen. Ach ja. Ich bin momentan hauptsächlich gespannt, bald fällt endlich das Netflix-Abo weg. Und ich weiß langsam nicht mal, was ich da gucken soll. Also klar, da ist noch vieles, aber ich wollte halt hauptsächlich neue Sachen gucken. Aber Sachen, die aus diesem Jahr sind, da gibt es echt nicht mehr viel, was mir da fehlt. So. Also was... Also es ist echt nicht mehr viel von den Sachen, die ich noch nicht geguckt habe. So, wisst ihr, was ich meine? Also die ich noch gucken wollte. Das meine ich, Entschuldigung. Fast richtig. Und guck mal, hier sind auch noch ein paar Blumen. Gelb. Rot. Ah, da ist er. Schön. Ich weiß nicht, da sind noch zwei Sachen, wo ich so mit denke, ja gut. Mal 8. Das ist eine gute Zahl. Muss ich mit einem Tor... Aber ich glaube, das Rennen habe ich aber schon gemacht. Obwohl, warte mal. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Mal 8. So. Also hier in dem Spiel haben die es definitiv übertrieben. Mal 11.520. Ja, gut. Ja, gut. Also warum auch nicht, ne? Hi, Saku. Na, was geht? Wie steht's? Komm, mach die Tür da auf. Sehr schön. Kann ich das Auto auch kaufen? Ja. Mitarbeiterauto. Ja, gut. Und das erste Level. Ich habe das Gefühl, jetzt heißt es wieder so, die fehlt aber dir und die Figur. Ich denke mir so, ja, jetzt warte doch mal ab. Nee, ich darf das sogar machen. Sehr schön. Ich darf mal ausnahmsweise hier ein Level spielen, das ist sehr nett. Ah, da hinten steht jemand. Eine Waffe. Das missfällt mir aber so ein bisschen. Ja, und sonst? Ja, also bei mir ist sonst nicht viel los. Oh, da schießt jemand. Nein, wie komme ich denn da hoch? Also eigentlich bräuchte ich da einen Speer, oder? Ah, Speer.
Ganz gut, mir fehlen noch 8 Tage, dann habe ich soweit die Basics im Zeichnen gelernt und dann setze ich mich an Anatomie. Okay. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen mit Zeichnenunterricht? Das ist ja cool. Jetzt so Zeichnen lernen, jetzt wegen Anatomie meinst du jetzt nicht irgendwie Unterricht oder so? studieren oder sowas. Muss man das überhaupt heute noch? Also, ich meine, das musste man ja früher, ne? Dass man sowas lernt zu zeichnen, wenn du sowas im Bereich Anatomie lernst. Nee. Zeichnen lernen. Schön. Bin ich mal auf die Resultate gespannt. Ich will auch schon länger wieder zeichnen, aber, Sorry. Okay. Und tut es mir leid, wenn ich das nicht mitbekommen habe, oder... Ja, du weißt schon, was ich meine. Ey, das hat geklappt. Okay. Ist ganz ruhig. Muss mich kurz konzentrieren. Okay. Zeichnen erfordert halt sehr viel Geduld. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe früher so gerne gezeichnet. Ich musste auch für total viele Leute Sachen zeichnen. Oder wurde sehr viel gefragt. Das waren immer... Oh, ach ja. Nee, früher hat das echt Spaß gemacht. Deswegen möchte ich auch schon länger hier irgendwelche Sachen. Aber ich habe nie Kreativität dafür. Das ist das Problem. Ich hätte Geduld, aber... Also immer, wenn die im Wasser spawnen, dann gibt es ein Riesenproblem. Das habe ich schon gemerkt. Das habe ich schon gemerkt. Sobald du nicht die Basic kannst, so wie Anatomie-Richtung verstehst, dann naja. Ja. Tatsächlich ist bei mir Körperzeichnen doch immer das Schwerste gewesen. Also, Körper meine ich mit. Körper. Moment, ich muss jetzt mal kurz wegen der Klappe gucken. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht aufgemacht. Ist doch echt hart. Ja. Obwohl, irgendwann ging so ein bisschen. Also ich glaube, heute kann ich das aber auch wieder ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht, so richtig gezeichnet habe ich seit bestimmt 25 Jahren nicht mehr. Nein, so lange nicht mehr, aber schon lange her. Ach cool, das kann man einfach drehen. So wie die, haben die es im Film getan? Irgendwie vergesse ich es immer wieder. Oder wollten die es tun? Wieder vergessen. Oder? Nee, Gesichter. Gesichter ist die Hölle. Also da sage ich mal so... Also eine Zeit habe ich auch, ich glaube, das haben aber die meisten gemacht, habe ich dann auch sehr viel so Anime-Figuren gezeichnet und so. Ich muss sagen, da geht's mit Vorlage und allem. Also wenn du dich ein bisschen daran orientierst, okay, das hatten wir schon gemacht. Weil das halt auch sehr, ich benutze jetzt mal das Wort, auch wenn das nicht so ganz, ich sage jetzt einfach mal abstrakt ist. Also es ist ja nicht, es ist jetzt nicht das Realistischste vom, oder das Echteste vom Echtesten, das wollte ich damit sagen. Deswegen, damit kann man dann meist gut arbeiten. Oh, noch ein Level. Muss halt die Basic irgendwie geometrische Formen, Volumen. Ja, das auf jeden Fall. Kann man sich alles in schöne Einzelteile machen. Oh ja. Ja, wenn man es kann, ist es halt echt beeindruckend. So. Irgendwie Zeichnen ist bei mir so eine Sache, wenn ich das mehr machen würde, beziehungsweise ich habe total viele Sachen, die finde ich total faszinierend und wenn ich das jetzt so sagen darf, ich kann die auch recht gut. Ich kann sehr viel lernen und dann, wenn ich das halt gelernt habe, dann kann ich das auch gut halt. Also ich kann das gut lernen, das will ich damit sagen. Und irgendwie fehlt mir da oft die Geduld und Zeit für, leider.
Und das ärgert mich dann wieder. Weil ich irgendwie, bei mir wechselt ja auch immer die Interesse so schnell. Und besonders bei sowas. Ah, warte mal, kann die... Ich glaube, die kann schon so gut hochspringen, dass ich dann da hoch kann, ne? Da muss ich gar nicht die ganze Zeit umtänzeln. Ja, Tatsache. Habt ihr den weggeklatschten gesehen? Leute, die sagen, dass Referenzen cheaten ist, will ich immer wieder auf den Kopf hauen. Abpauschen. Abpauschen ist cheaten. Obwohl das ja auch wiederum Übung ist. Nee, ich habe da aber auch viel gelernt, dass man das sich hauptsächlich da anguckt. Weil ich sag mal, wie willst du sowas perfekt hinbekommen? Das ist ja echt die Hölle, wenn du sowas perfekt hinbekommst. Und ich glaube auch, das meiste, was du halt selber zeichnest, ist, glaube ich, selten, dass du dich da nicht an irgendwas orientierst. Also wenn ich jetzt mal so überlege, also das meiste von Leuten auch, die am Zeichnen sind oder waren oder keine Ahnung... Die orientieren sich ja meist auch an irgendwas. Oder halt, also wenn, selbst wenn das nicht eine Sache ist, wo die sagen so, ja, guck mal da, das nehme ich jetzt so, ist es ja oft, dass dann irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen? Es ist ja im Endeffekt trotzdem irgendwie inspiriert oder sowas, ne? Man kann abpausen und nutzen zu lernen, Sachen mit Perspektive und so, aber muss halt ein Verständnis. Ja, also fürs Lernen, klar. Fürs Lernen, klar. So habe ich das auch am Anfang meist gemacht. Aber Abpause finde ich halt echt scheiße, wenn Leute das machen und dann sagen, guck mal an. Das habe ich halt auch nie früher verstanden, weil ich habe früher halt, oft abgepaust. So, weil ich aber auch exakt das Bild haben wollte, so. Und halt auch zum Lernen und sowas. Und total viele haben gesagt, boah, der kann so gut zeichnen. Und ich immer so... Hä? So, das ist abgepaukt. Und die dann immer so, nein, das ist doch voll gut. Und ich so, ja, schön, dass es gut aussieht, aber es ist halt trotzdem nicht, ne? Das habe ich auch nie verstanden. Naja. Moment. Was hat sich denn jetzt da... Ach so, das Ding hat sich umgeändert, ne? Na gut. Komm, den klaue ich mir noch. Aber jetzt wird sein eigenes ausgeben, ist halt kacke. Ja, genau. So ist das nämlich. So ist das nämlich. Okay. Oh, ich sehe gerade... Oh, die haben jetzt endlich Dylan's New Nightmare zu Ende gefilmt. Ja, sehr geil. Das ist ein Freitag der 13. Fanfilm. Und der ist lustigerweise auf Letterboxd steht. Der ist schon längst raus. Der ist aber noch nicht raus. Das ist nur ein Kurzfilm erschienen. Auf den freue ich mich halt total, wenn ich bin ein riesen Nightmare on Elm Street Fan. Obwohl ich muss sagen, das ist in den letzten Jahren doch ein bisschen mehr gesunken. Also, ich habe andere Franchises kennengelernt. Um es mal so zu benennen. Gucke mal. Ist jemand? Hä? Brody. Sehr schön. Jedenfalls freue ich mich da mal sehr drauf. Jetzt übrigens lustig, weil apropos Fanfilme. Es gibt sehr viele Fanfilme von verschiedenen Sachen. Und ich finde das manchmal echt lustig, dass die oft... Also klar, Fanfilme... Fans finanziert, bla bla bla, ne? Also natürlich ist das nicht das Beste, so. Also es sieht halt nicht aus wie ein Hollywood-Streifen. Gibt es tatsächlich welche, die sehen sehr ähnlich aus, aber natürlich, es ist oft ein Fan-Ding. Aber manchmal sehe ich davon welche und denke mir so, okay, ja, das kann ich auch. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Es sind manchmal echt Sachen, wo ich mir so denke, Alter, also da stimmt gar nichts.
Das stimmt die Story nicht. Das Einzige, was dort cool ist, ist dann, wenn das dann dann... Oh, wir haben Original-Schauspieler oder wir haben Original-Drehort. Und da denke ich mir auch so, ja, toll, aber der Rest funktioniert halt nicht. Und dass das dann teils so abgefeiert wird. Leute sind auch immer die besten. Ja, wir lernen echt zeichnen. Hast du Tipps? Ich fange erstmal mit den Basics an, wie mit Form, Volumen und so weiter und Anatomie lernen. Ja, Referenzen sind. Hä? Schied nicht, werde eh nicht so gut sein. Ich brauche ein Tablet und so halt auch so ein Schwachsinn. Ich finde, mit einem Tablet zu zeichnen ist für mich, also ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber für mich ist das halt, also besonders du zeichnest doch hauptsächlich auf Papier. Für mich ist Zeichnen Bleistift und Papier. Und alles. Weiterentwickelt sich, ja. Ja, und wenn sich die Zeit finde, nehme ich mein Sketchbook und wiederhole die Basics in den Pausen. Man braucht nicht mehr als Stift irgendein Papier und Radiergummi im Zeichnen zu lernen. Obwohl Radiergummi... Ja. Ich finde... Also ja, doch, klar. Obwohl ich in den Jahren echt immer weniger das benutzt hatte. Weil das ist so dieses... Klar, auch noch benutzt, aber ich finde es halt trotzdem interessant, wenn du so zeichnest und du halt trotzdem noch so teils diese Linien siehst. So, weißt du, was ich meine? Diese Schraffieren. Ach, du weißt, was ich meine. Dieses Linien. Aber ja, für Anfang und so. Und besonders nervig ist das, wenn du, das kennst du bestimmt auch, wenn du eine Linie zeichnen willst und sie funktioniert nicht. Und irgendwann, wenn du keinen Bock mehr hast, dann hast du keinen Bock mehr. Oder du schmeißt einfach das ganze Papier weg. Teils auch, wenn du da stundenlang schon dran gearbeitet hast. Oh ja. Ja, aber ich kenne das Gott sei Dank nicht mit dem, dass Leute sagen, ja, das ist dann Cheaten. Mit den Sachen üben und so, weil besonders du lernst es ja damit. Ach, guck mal, die haben ja einfach das Level übernommen aus, also beziehungsweise ein eigenes Level mit der Bibliothek gemacht. Ich glaube, das war gar nicht in diesem Teil, ne? Gibt halt digital und traditionell, aber dass man das digital kann dann auch auf Papier, ist halt nur ein anderes Medium. Also ich glaube, ich könnte es nicht andersrum. Da bräuchte ich dann aber so ein, also wenn, dann bräuchte ich so ein Zeichentablet, so ein richtiges halt, wo du halt auch siehst, was du malst. Weil ich habe eins, ich habe das aber bis heute nicht benutzt, das ist aber ohne Bildschirm drauf. Ich hätte es so gerne, so ein. Ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen viel gezeichnet habe, das war bei, auf der Wii U. Da gibt es ja auch, also beziehungsweise es gab ja Art Academy, genau. Art Academy gab es ja auf dem 3DS oder DS auch. Und auf der Wii U gab es halt auch eins und da habe ich sehr viel drauf gezeichnet. Da habe ich mir sogar später irgendwann, die wollten ja eigentlich immer da so eine kleine Version haben, weil viele das halt unbedingt wollten. Dann haben die halt schnell, Nintendo hat schnell dann eins rausgebracht für, Miiverse. So, das fand ich auch krass, dafür, dass dann viele mal sagen, Nintendo macht das nicht, was die Leute wollen. Das haben die echt schnell rausgebracht, ich glaube für 4 Euro oder sowas. Und dann haben die später dann gesagt, ja, die bringen dann irgendwann DLC raus, wo dann das halt komplette Spiel drin ist. Ja, und das ist aber leider nie erschienen, dafür haben die dann haben die das Spiel dann komplett neu gemacht, sozusagen. Also die haben komplett neu, komplett neu eigenes gebaut. Das fand ich schon mega interessant. Ja. So. Ich hoffe, wir kommen hier auch ganz flott voran. Das lädt immer so lang. Ist gar nicht so lustig. Ich benutze meinen manchmal auch ohne Bildschirm, manchmal angenehm für den Nacken, merke manchmal Fehler, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Ja. Ja, also ich hätte es halt trotzdem gern, aber ich finde, es ist halt preistechnisch überhaupt nicht bei mir drin. So ein Zeichenpad mit Bildschirm. Das sind ja auch schweineteuer, die Dinger.
Weil ich eh immer broke bin, wie man so schön sagt. Und mir dann trotzdem irgendeine Scheiße kauf. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so eine, das ist so eine Interesse halt mit den Dingern. Ich würde es halt gerne irgendwann mal machen, aber da fehlt mir sowohl die Zeit als auch das Geld für. Also selbst wenn ich das Geld hätte, hätte ich, glaube ich, nicht genug Zeit, weil ich wüsste halt auch nicht wann. Außer vielleicht mal irgendwie zwischendurch, dass ich mich mal, weiß ich nicht, am Fernseher hinsetze und dann so ein bisschen, wie heißt das so schön, so ein bisschen zeichne. Welches Spiel ich ja immer gerne gehabt hätte, muss ich auch mal gucken, ob ich mir das vielleicht mal hole. Es gab mal von Art Academy 1 mit Pokémon. Das fand ich cool. Also wenn wir, vorhin haben wir kurz über Art Academy geredet. Das fand ich mega interessant, weil es da auch hauptsächlich so über Comic, also Art von Comiczeichnen geht. Und da habe ich so überlegt, das wäre interessant so zu lernen. Besonders halt mit, jetzt weiß ich, wie das abgeht, okay. Besonders halt mit dem Hinblick drauf, weil damals wollte ich unbedingt immer, im Bereich Comic. Das wechselt ja bei mir auch immer wieder, ne? Dann wollte ich sehr viel Animation machen, da habe ich aber leider auch nicht viel und ja, naja. Ich zitiere immer wieder gerne einen bestimmten Satz. The tool doesn't make the artist makes the tool. Ja, das stimmt, aber es bringt mir halt trotzdem nichts, wenn ich eine digitale Zeichnung brauche. Weißt du? Auf der Kunstebene ja, aber wenn du halt irgendwie was erstellen willst, was Bestimmtes, dann brauchst du da schon bestimmte Materialien für. Deswegen, ja. Also ich merke auch selber, ich kann schon, wenn ich halt Bock habe zu zeichnen, ja, aber zum Beispiel auch diese Comic-Sachen, so, da hätte ich voll gerne bestimmte Stiftesets für. Hauptsächlich im Bereich so dieser Filzstifte und so. Weil mit Filzstiften kann ich gar nicht zeichnen. Überhaupt, also, oder besser gesagt malen. Das ist ja, Filzstiftfarben ist ja malen eher. Das war früher mal ein Streit in der Schule. Du malst nicht, du zeichnest. Ist doch das Böse. Nein. Das ist nicht von mir die Diskussion gewesen, das ist von Lehrern oft gewesen. Ja. Ich liebe es, wenn ich nicht sehe, wo ich hin muss. Aber ich liebe es, dass man das auch von anderen Seiten alles machen kann. Ja, und was ich noch machen möchte, ich wollte sehr gerne, ich habe mir vor längeren schon ein paar Leinwände gekauft. So kleinere. Also nicht diese ganz kleinen, wo die immer sich Leute kaufen und sagen, guck mal, ist das nicht schön? Sondern diese schon ein bisschen größer. Und da habe ich mir ein paar gegönnt. Ich weiß gar nicht, 2, 3 Stück. Und die wollte ich, da wollte ich auch mal ein paar Sachen drauf machen. Aber ich muss mal gucken, ob ich dafür Farben habe, weil, also eigentlich müsste ich ein paar Öl, sogar Ölfarben müsste ich sogar haben. Und ich glaube hauptsächlich, Pastell ist das, ne, einfach. Müsste ich aber halt mal reingucken. Ich habe so einen riesen Koffer, den habe ich mal, ja, ich sag mal, der ist hier noch. Mein Lehrer, wenn ich Comicmarker benutze. Böse. Böse? Ein ganz übler Kerl. Ach so, das Fahrzeuglevel. Wow. Ich liebe es. Ach ja, kann ich alles haben. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird uns heute noch stehen bleiben. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe es im Gefühl. Was ist das Ding?
Okay. So. Was ich aber beim, wenn andere Leute Bilder malen oder so, was mich jedes Mal wirklich richtig, richtig wütend aufstößt, ist, wenn die so fest auf das Papier drücken. Ah, und dann so, ja, die Farben kommen nicht richtig durch. Ich so, doch, die kommen durch. Du hast doch scheiß Stifte. Moment, der Gralsritter. Ach so, stimmt, der war auch im ersten Teil, ja. Also wenn du so richtig, richtig billige Farbstifte hast halt. Und dann habe ich, weil ich habe richtig, richtig viele Buntstifte in meinem Leben gehabt. Und da sind einige bei, die habe ich halt, also ich hatte wirklich so wie so ein Mäppchen hatte ich. Und da sind halt meine liebsten Stifte so drin, auch in verschiedene Farben, verschiedene Stärken, bla bla bla. Also auch wenn das nicht draufsteht und so, ist einfach so, die man so in den Jahren einfach seines Lebens halt gekriegt hat, so, weißt du? Und... Oh, ich kann den Panzer steuern. Ja, das ist interessant. Okay. Und jedenfalls je nachdem, was ich da brauchte, ne, hatte man dann immer was anderes gehabt. Hi Kugelfisch. Ich habe übrigens Pokémon Purpur für 40 Euro geholt. Bin ein paar Mal durch den Boden geglitscht. Ich hab, auf Entor sagen ganz viele so, das sagen nur die Leute, um das Spiel schlecht zu machen. Und ich denke mir so, ja, deswegen sehe ich auch dutzende Sachen. Und dann so, das ist doch bestimmt aus der Alpha-Version. Nee, ich höre auch sehr, sehr viel Schlechtes zum Pokémon-Spiel. Also es soll wohl lustig sein, es soll wohl Spaß machen. Aber nee, also ich gebe denen ja eh kein Geld mehr. Also ich boykottiere ja die die Pokémon-Dings. Also wenn man es so benennen mag. Also wenn die mal irgendwie was Cooles machen, dann nehme ich das mir auch raus. Aber so, ich sag mal, nur das Pokémon holen aus Prinzip. Ja. Ja, ich habe schon gelesen, Kugelfisch. Mein Beileid auf jeden Fall. Das macht derbe Spaß. Ja, nur... Ja, wie du sagst, so... Also 40 Euro wäre für mich wirklich das die höchste Schmerzgrenze. Die allerhöchste Schmerzgrenze. Weil ich sehe es überhaupt nicht ein Ich habe so ein Meme gesehen. Das war irgendwie so eine richtig schöne Landschaft. Da stand jemand auf so einer Klippe und da hat man so, ja, so ein bisschen halt grün gesehen und ein schönes Wasser und so. Und dann halt daneben halt auch genau im Prinzip das ein ähnliches Bild. Und da stand dann auch jemand auf der Klippe. Das Wasser war einfach nur so eine extrem schlecht texturierte Masse. Ja, alles klar. Und die Figur war schlecht animiert und jedenfalls, dann stand da drunter dann so, rate mal, für welches Spiel von dem Milliardenschweren Unternehmen ist, so. Das Bild so geil. Hä? Ach so, weil er darüber gelaufen ist. Okay. Alle Leute, die sagen, dass er in der Switch liegt, könnte ich auch auf den Kopf hauen. Hatte ich auch letztens. Bei Game 2 steht das immer wieder, dass die Switch ja so kacke ist und so. Und das sieht man ja an den Pokémon. Ich so, naja, das liegt ja halt eher an der Dings. Und dann so, ja, man kann aber auch nicht sagen, dass das nicht an der Switch liegt, weil die Switch halt auch eine schlechte Leistung hat. Und dann dachte ich mir schon so... Willst du jetzt da diskutieren? Aber ey, du darfst ja bei Pokémon-Fans nicht das Beispiel Breath of the Wild nehmen. Weil Breath of the Wild ist ja scheiße, habe ich gelernt. Ich habe gelernt, Breath of the Wild ist eines der schlecht aussehendsten Spiele, ist nur am Ruckeln und komplett leer. Weil wir BOTW-Monster, ach, du sagst sogar, weil Nette und so weiter nicht alles gibt. Nein, die gibt's nicht. Nein, das ist eine Lüge und die sehen alle scheiße aus. Haben Pokémon, also lese ich immer wieder von Pokémon-Fans. Also Pokémon-Fans haben ja recht. Das war jetzt übrigens keine Verallgemeinerung, sondern mir geht es um die toxischen Fans. Ich habe jedes Mal Angst, das Spiel stürzt ab.
So. Genau, da habe ich schon das Geld voll. Das Genshin sieht besser aus. Also ich muss echt sagen, ich habe von Genshin Impact keine Ahnung und ich habe es auch am Anfang, wie soll ich sagen, stark kritisiert. Aber das, was ich von dem Spiel bis jetzt gesehen habe, fand ich doch dann, wie soll ich das jetzt benennen, sehr interessant. Und das Spiel, ich sag mal so, Genshin, das finanziert sich ja auf andere Art. Auch wenn ich diese Finanzierungsmethode da jetzt nicht so passend finde, auch wenn ich mich da jetzt nicht viel mit befasst hätte, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ja, bevor jemand meckert. Also ich finde es schon erstaunlich, wie gut eigentlich das Spiel aussieht, so. Und ich sag mal, man kann ja so sagen, ja, also mich kotzt alleine dieses Argument bei Pokémon an, zu sagen, die Switch ist schlecht, so, weil du kannst dein Spiel optimieren. Und besonders, das ist jetzt keine, erstens die Firma von, von Pokémon, also Game Freak, erstens haben die mega viele Geldressourcen, dann könnten die sich das auch erlauben, mal ein Jahr auszusetzen, im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklern. Gegensatz. Das klingt eigentlich auch falsch, aber das ist, was ich meine. Und außerdem, also mich kotzt am meisten an, wenn Nintendo ein Spiel macht, ich erinnere mich so gerne an Wind Waker, die wollten jetzt riesen mehr machen. Was haben die gesagt? Die Leistung der Konsole ist jetzt ein bisschen, ist jetzt vielleicht nicht so hoch? Nehmen wir einen Cell-Shading-Look. Nehmen wir Cell-Shading-Look. Nehmen wir mal was anderes. Probieren wir uns da mal aus und dann, oder probieren wir uns komplett da aus. Ach, die Leute mochten das nicht so sehr. Ach, wir machen beim nächsten Mal dann halt das Düsterer, so. Was macht Pokémon? Ach, das funktioniert nicht mit dem Look. Obwohl das ja eigentlich sogar kein anspruchsvoller Look ist. Lassen wir es. Nein, aber wenn man sich ausreichend Technikvideos anguckt und jetzt auch, also ich habe von dem neuen nicht viel Technikvideos gehört, außer jetzt halt so Trailer-Analysen oder so, aber was ich halt höre und wie es halt generell ist, ich glaube, also das Spiel müsste man nur optimieren, würde man da noch ein halbes Jahr, am besten noch ein Jahr hätte man da reingesetzt. Besonders das Spiel, abseits jetzt von den Grafik- und Performance-Issues, das sah für mich echt mal nach einem interessanten Pokémon aus. Wo ich wirklich mal gesagt habe, so, boah, seit, also das letzte, was ich gespielt habe, abseits jetzt von Pokémon Let's Go, war Omega Rubin und Alpha Saphir, also beziehungsweise ich habe Omega Rubin gespielt. Und ich muss sagen, das ist das erste Pokémon-Spiel, seitdem, wo ich wirklich sage, yo, das sieht mal faszinierend aus. Ach, das ist dieser Typ, der den Rolls Royce haben will. Der Schlüssel steckt im Wagen. Man kann es halt auch ohne dieses Pay-to-Win durchspielen. Ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt. Deswegen, ich will nichts Falsches jetzt sagen, weil meine Positionierung zu dem Spiel ist, glaube ich, anders, als sie richtig, also richtig ist. So, also weißt du, was ich meine? Deswegen, bevor ich da jetzt irgendwie was Falsches zu Genshin Impact sage, besonders nachdem ich jetzt so viel anderes dazu gesehen habe, will ich da eigentlich lieber keine Stellung zu beziehen. Aber ja, generell Spiele versuchen immer realistischer zu werden, obwohl man ja eigentlich Spiele spielt, um vor der realen Welt zu flüchten. Zumindest ist das für mich so. Ich check das, ich habe das jahrelang nicht gescheckt. Bei mir im Bekanntenkreis hieß es immer bei Videospielen, das sieht scheiße aus. Ja, warum denn? Ja, guck mal, das sieht überhaupt nicht realistisch aus. Und ich so, hä? Das ist doch ein Cartoon-Look. Du liest doch auch keinen Comic und sagst, das sieht nicht realistisch aus. Ja, doch. Das hat eine schlechte Grafik dann. Ich so, nein. Cartoon-Look heißt doch nicht schlechte Grafik. Cartoon ist doch nur ein anderer Stil. Doch. Und das Schlimme ist ja, okay, man kann so sagen, ja, ach komm, die waren damals, vielleicht auch nicht die Jüngsten jetzt, aber die waren halt jetzt auch noch nicht erwachsen. Aber das hält sich bis heute, dass Leute so denken. Wieso denken Leute so? Was ist das für naives Denken? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich verstehe das hier nicht. Also klar, das muss ich da, glaube ich, explodieren lassen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich jetzt genau hin soll. Ja, also mir ist der Look von dem Spiel absolut egal. Klar, sage ich, wenn ein Spiel versucht, realistisch zu sein. Oh, cool.
Aber man merkt halt oft, dass ein Videospiel halt echt in eine Ebene reingeht, dass die halt versuchen, so ein Mittelmaß zu finden. Und ich muss echt sagen, Spiele, die halt versuchen trotzdem, also ich mag am liebsten den Look so von Spielen, wenn die halt cartoonig sind, so ein bisschen. Also so ein bisschen halt. Ich muss sagen, manche Spiele sind, also das kommt halt aufs Spiel an. Das kommt halt im Endeffekt auch aufs Spiel an. Aber ja, ich sag jetzt einfach mal ganz grob so, ich finde Spiele, die halt versuchen, realistisch zu sein, dabei aber halt so eine Spur annehmen von, ey, wir machen jetzt Figuren da rein, die halt so ein, trotzdem so ein bisschen so in einen Comic-Look reingehen, ne? Das sieht aktuell gut aus. Und die Spiele kannst du auch teils noch 20 Jahre später spielen und die sehen noch gut aus. Also, ne? Du benötigst den Charakter mit Sprengstoff. Und tschüss. Ah, wo kriege ich denn einen? Ich brauche schon die ganze Zeit einen. Okay. Da ist irgendwas im Felsen. Das macht mir Angst. Hab ich jemanden, der schießt bei? Hier, dich brauche ich ganz gut. Nein, nein. Nein. Okay. Menschen sind halt dumm. Oh ja, oh ja. Ist genauso wie Leute, die sagen, das Tier von des Anime ist nicht meins, weswegen der Plot auch scheiße ist. Also, ja, nee, ich verstehe den Vergleich, ja, aber ich finde, also, ich, mir ist tatsächlich letztens der Gedanke gekommen, gibt es Moment, das soll doch Berlin darstellen. Oh Gott, das ist, in einem Kinderspiel, das ist so gruselig. Die Spiele spielen in den 40ern, falls sich jetzt jemand fragt, was ich meine. Und es ist halt mega gruselig, dass man in Berlin ist und hier überall, okay, jetzt doch da überall rote Flaggen sind. Also, nee, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte letztens irgendwas und da dachte ich, genau, ich habe, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. My Father's Dragon. Den Film habe ich gesehen und da dachte ich mir so, also ich fand den Stil nett, aber ich, abseits jetzt davon, dass der Film generell auch zu kindlich war, muss ich auch sagen, dass da habe ich wirklich so gedacht, ja, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Film ist, den ich jetzt unbedingt, wie soll ich sagen, zu Ende gucken muss. Aber ich habe ihn zu Ende geguckt und er war in Ordnung, aber... Da habe ich wirklich zum ersten Mal so gesagt, okay, der Stil, der schreckt mich ab. So. Aber ich verstehe es, also wo ich es aber wirklich nicht verstehe, also da verstehe ich jetzt wirklich überhaupt nicht mit dem Vergleich, ist, wenn zum Beispiel Star Wars. So viele Leute sagen, ja, Mandalorian ist richtig geil und so, aber die verstehen halt den Hintergrund nicht und bla 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 und blub blub blub, ist ja egal so, ja. Und ich sag dann jedes Mal, ja, dann guck doch Star Wars hier, wie heißt das Ding hier? Star Wars The Clone Wars, da wird das erklärt, wer die Figur ist und so. Und dann heißt es jedes Mal, ja, nee, ich guck das nicht, weil so eine Kinderscheiße gucke ich nicht. Und dann so, Moment, wie so eine Kinderscheiße? Und dann so, ja, das sieht man doch schon, das ist doch computeranimiert. Und ich so, ja, aber weil es computeranimiert ist, heißt doch nicht, dass das für Kinder ist. Und dann so, ja, ich mag aber trotzdem keine Computeranimation. Ich so, ja, okay, das eine hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun und zweitens versuchst doch trotzdem zu gucken oder versuchst doch wenigstens im Hintergrund zu hören. Also, okay, klar, man kann sagen, der Look stört einen. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn man doch so sagt, okay, mich interessiert aber trotzdem der Plot und so, kann man doch trotzdem mal versuchen, da mal ein bisschen reinzukommen. So, weißt du, was ich meine? Oder Leute, die sagen, ja, prinzipiell Anime sind scheiße. Und dann so, ja, warum? Ja, weil es scheiße aussieht. Und dann so, ja, aber die Story ist doch gut. Und dann so, nein. Stimmt, sowas doch, das kenne ich bei Anime. Leute, die aus Prinzip sagen, Anime sind scheiße. Da kenne ich das auch. Ganz gruselig.
Das eine hat doch nichts mit dem Anime, andere zu. Das eine hat nichts mit dem Anime zu tun. Ah. Ich dachte, der. Ich habe gerade gedacht, das Bild ist stehen geblieben. Mal Glück gehabt. Ist das nicht die Musik aus dem Anfang vom dritten Teil? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben das Level schon gemacht. Anime ist für Kinder. Ja, das liebe ich total. Tatsächlich ist es aber auch so, ich sage eher, ich gucke ein Anime, als zu sagen, ey, ich gucke eine Serie, ach, und die ist im Anime-Stil. Das habe ich ja auch schon mal so gesagt, ne? Das ist, aber ich finde es auch, war auch generell krass, so, weil Anime, ich finde immer, wenn man so sagt, ja, ich stehe auf Anime oder so, ja klar, kann man so sagen, ich mag auch Anime halt, ne? Aber ich finde es halt trotzdem immer wieder lustig, wenn Leute das halt dann so auf ein komplettes Genre so reduzieren. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Weil du kannst ja da so viel verschiedene Genres sind ja da drin. Und ich find's halt jedes Mal lustig, wenn im Prinzip so gesagt wird, ja, weiß ich nicht, das ist ja so, als würde ich sagen, keine Ahnung. Habe ich ja schon mal gesagt, ich mag Realverfilmung. Weil jede Realverfilmung ist doch auch anders. Oder also Live-Action-Verfilmung, meine ich. Das finde ich jedes Mal total lustig. Leute, die Anime auf, was? Anime reduzieren sind da die dümmsten? Was ist denn Hanemi? Ich bin ja jetzt da auch kein Experte drin. Nee, ich finde halt Anime ist nicht gleich Anime. Ist ja auch jeder Stil ist anders. Ach so, das meinst du. Ah, okay. Okay. Ja, aber das habe ich auch, das höre ich selten. Das höre ich tatsächlich sehr, sehr selten, dass Leute das halt darauf reduzieren. Ja, ich weiß, ich verstehe. Das habe ich früher sehr, sehr viel gehört, weil das so ein richtiges Klischee-Ding war. Also das haben, ich meine, meine Eltern haben das selbst gesagt. Und überall, wo es dann um Thema Anime ging und auch so, wenn Leute gesagt haben, oh, ich gucke Anime, da war das für mich auch immer so, oh, was ist das denn so? Weil total viele Leute das darauf reduzieren. Und ich frage mich heute, warum? Obwohl ich muss sagen, es ist, es gibt viele Anime, die ich nicht weitergeguckt habe, weil mir das da echt auf den Sack ging. Weil ich sag mal, der Anime hat damit nichts zu tun. Aber warum muss man jetzt da plötzlich da irgendwie sowas drin zeigen? Ach. Nun, also bei mir schwindet bei sowas halt sehr schnell die Interesse. Ich liebe es, dass die Lava Wassergeräusche macht. Ganz alles zerstört, ernsthaft Anime. Ja. Ich wollte es nicht so aussprechen, aber ja. Also, eigentlich hast du es perfekt gesagt. Du musst es halt richtig einbauen können. Ja, also ich verstehe, wenn du ein Anime guckst und es gibt solche Anime, wo das halt wirklich drin ist, um einfach sich drüber lustig zu machen. Okay. Und es gibt Anime, wo es halt im Fokus ist. Ne? Aber in einem Anime einfach random das da reinzumachen. Okay. Ich fliege mit dem Zeppelin. Ich versuch's nicht. Ich tue es einfach. Guckt euch das an. Oh, warte mal. Ich kann jetzt auch die Mission machen. Egal. Machen. Obwohl. Guck erstmal, ob es eine Luftmission gibt. Ich würde jetzt gerne das Zeppelin-Lied singen, aber ich kenne den Text nicht auswendig und bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage, lasse ich es lieber. Einfach Simpsons Zeppelin-Lied. Zeppeline sind schon eine feine Sache, muss man schon sagen. Also ich fände es generell, also die Flugmission mag ich tatsächlich am wenigsten. Thank you.
Oh, wir haben es. Sehr schön. Ach cool, und der ist auch noch da. Das muss auch eine Plant haben und meistens hat es leider keine. Nee. Nee, bei solchen Sachen leider nicht. Naja. Feindlicher Pilot. Okay. Egal, machen wir erstmal die Mission. Übrigens, das Lego-Dings von gestern konnte ich in 2 Videos teilen. Schraubenschlüssel habe ich nicht. Wow. Okay. Ich habe immer noch Angst, dass das Spiel stehen bleibt. Jedes Mal. Ich wollte doch gerade noch irgendwas sagen. Ich habe es wieder vergessen. Ist das nur für Geld? Bringt mir sonst das nichts? Ja, ich wollte übrigens gestern ein paar Sachen auf Netflix gucken, ein paar Filme und Serien, einfach irgendwas, ja, Filme hauptsächlich. Und dann habe ich den ersten Film angefangen, der da drin war, den ich gucken wollte. Ich so, oh cool, und da kommt dann einfach so, das beruht auf wahre Begebenheit. Ich so, okay, ja, und dann so Blumhouse Studios. Ich so, Moment, geil, Moment, Blumhouse? Die machen doch Horror, aber machen die denn halt auch auf echte Ereignisse? Und da dachte ich mir, okay, guckst du mal? Und dann so, ja, alle Sachen in dem Film sind echt. Die sind echt passiert. Und das sind aus Interviews zusammengeschnittene Sachen. Und die wurden dann halt mit Schauspielern so unterlegt. Halt, dass die Schauspieler dann so tun, als würden die das halt sagen, was in den Interviews gesagt wird. Und ich dachte mir so, also eine Dokumentation, nur in filmischer Natur. Und ich dachte mir so, ja, toll, eine Doku wieder. Weil ich weiß eigentlich die Dokus aus, weil ich will Filme und Serien gucken. Ja. Dann kam raus, dass dann noch eine Sache genau dasselbe war, was ich davon gucken wollte. Und 2 weitere Sachen, Serien, die ich gucken wollte, waren aus. Das waren richtige Dokumentationen. Ich so, ja, toll, was gucke ich denn jetzt? Ja, und dann habe ich dann irgendwie einen anderen random Film geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Against the Ice oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Achso, der kann ja nicht so spielen. Der war okay. Aber das hat mich schon so ein bisschen rausgerissen. Oder ich sag mal, es hat mich gestern ein bisschen wütend gemacht. Sagen wir mal so. Weil ich wollte mir eigentlich gestern einen schönen Tag so machen, schönen Abend machen und sollte hier so ein paar Filme gucken. Und dann hat das erstmal ewig gedauert, bis ich überhaupt einen gefunden habe, wo ich mir so dachte, ja, okay, das ist in Ordnung. Wieso ist da ein Stuhl oben? Wieso sitzt da jetzt jemand drauf? Wow. Wow, okay. Aber ich mag es eigentlich die Idee, dass man nach dem dritten Teil sozusagen, also jetzt, man spielt hier immer so nacheinander die Sachen durch. Momentan mit einem Kumpel in Anime Bleach oder halt ohne die Filler. Ja. Das riesige Problem mit den toxischen Anime-Fans auf Disney Plus. Oh. Ich weiß nicht, ob das die Tage mitbekommen hast, aber ich habe mich sehr oft über diese Leute aufgeregt, weil, ja. Weil alle meinen halt, dass das von Disney angekündigt wurde, dass das in Deutschland erscheint, obwohl das nirgendwo steht. Ich habe immer noch keine Quelle gefunden. Beziehungsweise auch keine erhalten.
Also ich finde es auch nicht gut, wie Disney damit umgeht, so, weil ich verstehe auch nicht, warum die sich die Rechte geholt haben, aber ich verstehe noch weniger, wie die Leute da am Ausflippen sind. Dann, das habe ich halt auch geschrieben, weil die haben halt ein Statement abgegeben jetzt und haben gesagt, dass die halt auf die Leute hören, was die aber auch, die haben aber auch schon in den Kommentaren teils drauf geantwortet. So. Und ja. Und dann habe ich halt drunter geschrieben, dass ich froh, dass ich das krass finde, dass Leute das halt. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschrieben habe. Jedenfalls meine Hauptaussage war, dass ich es nicht verstehen kann, wie man bei so einer Sache so unhöflich sein kann. Und mit unhöflich meine ich diese Beleidigungen und sowas, die man überliest. Ja, aber wie habe ich gehört? Man darf ja andere Leute beleidigen, wenn man sich selbst beleidigt fühlt. Lass mich raten, es gibt keinen besseren Anime als Bleach, es gibt keinen besseren Anime, ist so generell Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich habe von Anime so wenig Ahnung. Warte mal, kann man damit nicht schießen sogar? Haben die nicht diese Funktion da irgendwie reingemacht? Mir fehlt übrigens noch ein Feuer. Okay, ich kann es irgendwie schmeißen. Wow. Natürlich wusste ich das. Ah. Nee, es ist hauptsächlich halt nur beleidigen und so, was Disney für ein Scheißverein ist und so. Ich stimme zu, ich finde es auch nicht gut, wie die halt die Sache umgehen und so, weil besonders es sehr, sehr viele Leute gesagt haben, aber wie Leute sich aufführen und behaupten die ganze Zeit, dass Disney gesagt hat, es würde hier erscheinen. Oh!